Eine aus dem Kloster geflohene Nonne heiratet einen katholischen Mönch, der die ganze Zeit den Vatikan kritisiert. Stellt euch das mal heute vor. Es würde wahrscheinlich in der Presse erstmal um nichts anderes mehr gehen. Und vor allem ist das sehr, sehr bemerkenswert, weil es im 16. Jahrhundert passiert. Eine Zeit, in der die Frau eigentlich nichts zu sagen hat. Aber es wird noch bemerkenswerter, denn diese ehemalige Nonne schmeißt den Haushalt, sie gründet ein Hostel, hält ihrem Mann den Rücken frei und sie versorgt die Familie. Die Frau, um die es geht, ist Katharina von Bora, die Ehefrau von Martin Luther. Martin Luther kennt man ja, 95 Thesen, Reformation und so weiter und so fort, aber seine Frau ist auch extrem wichtig. Und das in einer Zeit im 16. Jahrhundert, in der die Frau ja eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat. Wie hat Katharina Bora das geschafft? Darum geht's jetzt. Wir beginnen am 13. Juni 1525, dem Tag der Hochzeit von Katharina von Bora und Martin Luther. Katharina von Bora ist 2 Jahre vorher als Nonne aus dem Kloster geflohen wegen einer Schrift Martin Luthers und ja, sie muss jetzt unter die Haube gebracht werden, um finanziell über die Runden zu kommen. Das Problem ist nur, Martin Luther findet niemanden für die 26-jährige Katharina von Bora und dann sagt er, naja gut, dann mache ich es halt selbst. Katharina von Bora ist nämlich keine, in Anführungszeichen, normale Frau und deswegen echt nicht so einfach unter die Haube zu bekommen. Sie ist sehr selbstbewusst, sehr stark, sehr mutig, was ungewöhnlich ist für diese Zeit. Und vor allem ist sie jemand, die weiß, was sie will und die auch sagt, wo es lang geht. In dieser Zeit ist es eigentlich so, dass die Frauen für den Haushalt und für die Kinder zuständig sind und den Rest erledigen die Männer. Bei den Luthers ist das ein bisschen anders. Martin Luther ist für vogelfrei erklärt und mit der sogenannten Reichsacht belegt. Er lebt von Spenden und kann deswegen die Familie nicht versorgen. Deshalb geht diese Rolle an Katharina von Bora. Und Katharina von Bora ist, muss man sagen, eine tüchtige Geschäftsfrau. Martin Luther sagt eigentlich, ach komm, wir ziehen in ein gemütliches Stadthaus hier in Wittenberg und das war's. Aber Katharina von Bora sagt, nein, wir ziehen in das schwarze Kloster, renovieren das Ganze und machen daraus ja so eine Art Hotel, ein Hostel, in dem wir Menschen bewirten. Martin Luther sagt dann, naja gut, okay, kann man so machen, weil er ahnt, dass seine Frau einen Plan hat und dass es auch wirklich Geld ins Haus bringt. Dabei kommt Katharina von Bora vor allem eine Sache zugute, die für Frauen extrem ungewöhnlich ist in dieser Zeit, nebenbei bemerkt auch für viele Männer, aber für Frauen erst recht. Sie kann lesen und schreiben, das hat sie im Kloster gelernt und deshalb kann sie dann die Bücher selbst führen, sie kann diese ganzen bürokratischen Dinge selber erledigen und das ist natürlich ein großer Pluspunkt. Die Pension läuft extrem gut, das Hostel läuft extrem gut, 40 Menschen können dort insgesamt untergebracht werden und es ist hier ein, sagen wir mal, heute würde man unique selling point dazu sagen, dass Martin Luther dort lebt. Deshalb strömen die Menschen von überall her und wollen in das Haus von Martin Luther. Also die Geschäfte laufen und Katharina von Bora geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie will immer mehr zur Selbstversorgerin werden. Sie pachtet Grundstücke, Gärten rund um Wittenberg und baut dort Dinge an, die dann quasi in dem Kloster, in diesem Hostel serviert werden. Und das spart natürlich wiederum Geld und bringt sogar noch Geld ein, denn die Überschüsse, die verkauft Katharina von Bora auf dem Markt. Also wirklich eine sehr, sehr clevere Sache und das ist auch nötig, denn auf Martin Luther kann man sich finanziell in dieser Zeit überhaupt nicht verlassen. Er bringt kein Geld ein, er ist immer wieder krank, in Plagen Schwindelanfälle und so muss sich Katharina von Bora nicht nur um die Geschäfte kümmern, sondern auch um die Familie, um die Kinder. Das Interessante dabei ist, dass Frauen in dieser Zeit eigentlich überhaupt nicht geschäftsfähig sind. Ohne die Unterschrift des Mannes, ohne die Zustimmung des Mannes geht gar nichts. Und Martin Luther sagt, okay, ich unterschreibe dir alles. Du wirst es schon richtig machen. Ich vertraue dir voll und ganz. Und das ist ein ziemlich modernes Rollenverständnis von Mann und Frau, das Martin Luther da an den Tag legt. Und man muss auch sagen, diese Zweckehe, diese pragmatische Beziehung, die sie am Anfang war, ist inzwischen, ja, kann man schon fast sagen, zu einer Liebesbeziehung geworden. Das zumindest lassen die Briefe von Martin Luther aus dieser Zeit vermuten. Also Mann und Frau lieben sich wohl tatsächlich. Aber nicht nur das Rollenverständnis zwischen den beiden ist neu in dieser Zeit, sondern generell auch die Rolle der Ehe, die Martin Luther da praktiziert. Er kritisiert wirklich immer wieder die Rolle der Ehe im Katholizismus und stellt in seinen Theorien neue Forderungen an die Ehe. Das zeigt sich auch in einem ganz bestimmten Punkt, nämlich in seinem Testament. Er setzt Katharina von Bora als Alleinerbin fest. Das ist völlig unüblich in dieser Zeit und geht eigentlich auch gar nicht, aber er macht es. Und als Martin Luther dann schließlich 1546 stirbt, ist es für Katharina von Bora auch sehr, sehr schwierig, ihren Anspruch geltend zu machen auf dieses Erbe. Sie kämpft sehr, sehr lange und erst mit Unterstützung des Kurfürsten schafft sie es,
dieses Erbe auch wirklich antreten zu können. 6 Jahre nach dem Tod von Martin Luther stirbt auch Katharina von Bora. Es sind 6 Jahre, in denen sie wirklich hart kämpfen muss und 6 Jahre, in denen sie immer mehr in Richtung Armut abrutscht mit ihrer Familie. Am Ende kann man sagen, von Katharina von Bora bleibt, dass sie eine starke, eine ungewöhnliche Frau vor allem für diese Zeit gewesen ist. Eine Frau, die Martin Luther nicht nur den Rücken freigehalten hat, sondern ihn sicherlich auch extrem beeinflusst hat und das, was er geschrieben, das, was er veröffentlicht hat, beeinflusst hat und ohne den vermutlich einiges anders gelaufen wäre. Man kann, wenn man will, auch sagen, sie hat die Weltgeschichte mit beeinflusst. Katharina von Bora, also eine sehr interessante Frau. Mehr findet ihr unten in der Infobox und mehr zur historischen Persönlichkeit. Neben mir jemand ganz anderes, aber auch wichtig für die Weltgeschichte, Helmut Kohl, könnt ihr euch hier anschauen, genauso wie ein Video über Karl Marx hier neben mir. Schaut da rein, wenn euch dieser Kanal gefällt und wenn euch diese Videos gefallen, dann abonniert ihn doch einfach. Würde mich auf jeden Fall freuen, dann verpasst ihr künftig kein neues Geschichtsvideo mehr. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.